Es gab Vorfälle, die eigentlich schon total grenzwertig waren, aber ich kam nicht raus. Du musst jetzt auch einen klaren Strich ziehen und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und der Punkt ist jetzt. Unsere Ehe ist letztendlich auseinandergegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt halt Kinder. Und wir starten wieder von vorne. Mit Anfang 30 stehen viele Paare vor einer entscheidenden Frage. Wollen wir gemeinsam durchs Leben gehen oder trennen sich die Wege? Bei Verheirateten führt der Wendepunkt oft zur Scheidung. Ein schmerzhafter Prozess, meist teuer und kompliziert. Wie kommt man gestärkt aus einer unglücklichen Ehe? Ich bin Fahima, 36 Jahre alt. Ich bin Jumping-Trainerin, alleinerziehend mit 4 Kindern. Ich war 16 Jahre verheiratet und bin seit 2 Monaten frisch geschieden. Kurzpause, ich trink was. Also die Scheidung war eine große Befreiung für mich. Ich möchte dieses Leben nicht mehr, diese Unterdrückung nicht mehr, weil ich in dieser Ehe gelitten habe. Wir nehmen den rechten Arm und strecken unter den linken Fuß. Fahimas persönliche Geschichte war ja ziemlich bewegend. Also ich war ein bisschen geschockt, muss ich sagen, dass das hier so vor der Haustür sozusagen auch passiert. Ja. Wir sind damals aus Syrien geflohen. Wir sind einmal Kurden und einmal Jesiden, also im Prinzip zweimal verfolgt. Einmal aufgrund unserer Kultur und aufgrund unseres Religions. Gefüllte Weinblätter. Meine Tochter, die liebt das und fragt schon ganz lange danach, wann ich es endlich mal wieder koche. Also wir haben hier sehr traditionell gelebt. Meine Eltern konnten beide absolut kein Deutsch, sind beide Analphabeten, können nicht lesen und schreiben. Und in dieser patriarchalischen Gesellschaft geht es eigentlich im Prinzip nur darum, die Ehre zu halten und zu retten und zu wahren. Es geht in der Ehre wirklich nur um die Sexualität der Frau. Mehr ist es. Es ist nichts anderes. Ne? Und darauf muss er aufpassen. Und dann wird quasi heiratet sie und dann ist der Mann dafür zuständig. Und das war so mein Leben. Ich habe gewartet, bis ich heirate. Mein Vater und mein Onkel waren einfach der Meinung, eine Frau, die ihren Cousin heiratet, bleibt in der Familie. Und dann kann es ihr nur gut gehen, ne? Weil es die Familie ist. Eigentlich war es schon fast egal, welcher Cousin, Hauptsache Cousin. So, aber da nur er in Deutschland war und in meinem Alter war, ja, war das dann so klar. Und dann habe ich mit 18 geheiratet. In der Abi-Zeit, in der 12. Klasse, war ich schwanger. Und das war erstmal für mich total beschämend. Alle anderen machen noch Party und ich habe dann schon Verantwortung für mich, für den Ehemann und für das Kind. Und ich habe es ganz lange geheim gehalten, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Weil ich zwischen diesen Generationen, zwischen diesen Kulturen hin und her gerissen war. Wenn ich zum Beispiel in der Schule war, habe ich es versteckt. Sobald ich zu Hause war oder auf Hochzeiten war, es was ganz Normales. Da war ich schwanger, da habe ich mich dann auch gezeigt. Irgendwie, ja, wollte ich es dem auch recht machen, ne? Dieses System dann auch so, ja, so befriedigen auch. Dieses System, was ich geglaubt habe, was richtig ist. Und irgendwann kam dann immer so ein Kind nach dem anderen. Es ging dann irgendwie in den ganzen Kinderalltag und Stressalltag. Vor allem sich gegenseitig zu unterstützen, war halt nie da. Und es gab Vorfälle, die eigentlich schon total grenzwertig waren. Aber ich kam nicht raus. Zweifach-Mama Kaya ist Content-Kreatorin und PR-Managerin. Von ihrem Ex-Mann fühlt sie sich oft im Stich gelassen. Auch als sie eine schlimme Nachricht von ihrer Mutter bekommt. Am Morgen nach meinem 30. Geburtstag hatte meine Mama mich dann angerufen. Und mein Mann war immer noch nicht zurück. Also ich wusste immer noch nicht, wo er war. Und meine Mama hat mich dann angerufen und meinte, ich soll zu ihr rüberkommen, weil sie mit mir sprechen möchte. Weil sie erfahren hat, dass sie ganz schwer Krebs hat. Und ich dachte, wie kann es sein, dass mein Partner nicht an meiner Seite ist in so einem Moment? Und es war super hart, aber es war dann wirklich so, dass ich wusste, ich muss jetzt auch einen klaren Strich ziehen und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und der Punkt ist jetzt. Also es war dann so, dass er auch innerhalb von 2 Tagen ausgezogen ist. Aber das, was am Ende dieses Ganze noch überschattet hat, war, dass ich plötzlich in riesigen finanziellen Schwierigkeiten gesteckt habe, weil die Firma, die wir zusammen hatten, nicht so lief, wie ich dachte. Es war so, dass ich alleinige Geschäftsführerin war und das Unternehmen alleine gegründet habe, weshalb ich für komplett alles, was passiert ist, gehaftet habe. Und auch
dann immer zu allen, zum Insolvenzverwalter, überall zu allen Terminen musste ich alleine. Das war, und musste mir dann einen Anwalt suchen und hatte von allem gar keine Ahnung. So, weil ich ja hier so ein Laie bin und ja gar kein professionelles Equipment habe, ist es immer so, dass ich rumprobiere, wie es irgendwie funktioniert, woher das Licht dann kommen kann. Manchmal ist es auch am besten einfach mit natürlichem Licht. So. Nee, es ist zu dunkel. Und es war halt damals so, dass auch ich den Anwalt bezahlen musste und überall Kosten auf mich zugekommen sind und ich mir auf gar keinen Fall irgendwie von meiner Familie oder Freunden Geld leihen wollte. Weshalb ich mir dann einen Job gesucht habe als Assistenz der Geschäftsführung. Ich habe dann 20 Stunden gearbeitet und habe mir noch als PR-Managerin selbstständig angefangen. Und dann war ich ja Content-Creatorin. Es waren so viele schlaflose Nächte, in denen ich nachgedacht habe, wie ich jetzt damit umgehen soll, wie es weitergehen soll. Mein Ex hat immer mit total Unverständnis auf Dinge reagiert, die ich für mich machen wollte. Also wenn ich nach Hause kam und in seinen Augen was falsch gemacht habe, da hat er mit Gegenständen um sich geworfen, er hat geschrien. Von meinem Vater hat er immer die Bestätigung bekommen, ja, das ist falsch, das darf sie nicht. Ist alles gefunden? Ja. Glaub ich. Er wollte natürlich mich einschüchtern. Super, danke. Danke, Michina. Ja. Tschüss. Und diesen Druck konnte ich irgendwann auch nicht mehr aushalten. Ich habe dann nach und nach keine Freunde mehr kontaktiert, also keine Freundschaften mehr gepflegt, habe eigentlich nur noch so die nötigsten Dinge gemacht. Haushalt, Kochen, Kinder überall hinbringen, bis dann letztendlich wirklich die Seele daran erkrankt ist. Also ich hatte wirklich Schmerzen. Ich war auch ganz viel beim Arzt. Der konnte irgendwie dann auch nicht wirklich was feststellen. Aber das hat sogar der Körper schon gezeigt. Es war wirklich ganz, ganz schlimme Zeit. Weil der Kopf möchte woanders sein. Die Realität sieht anders aus. Und in diesem Zwiespalt war ich. Fahima ist froh, dass sie in schweren Zeiten jemand Vertrautes an ihrer Seite hat. Ich warte auf meine Schwester. Und ja, wie immer, da kommt sie auch. Immer ein bisschen zu spät. Und trotzdem ganz gechillt. Alles okay bei dir? Ja. Was ist deine Brille? Hier ist doch keine Sonne. Und dann kam meine Schwester in die Nachbarschaft. Und da hat sie das gesehen, ne? Wie viel Kontrolle über mich herrscht, wie viel Druck. Und dass ich im Prinzip eigentlich zu Hause bleiben muss und in einem Käfig lebe. Ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meiner Schwester. Sie ist eigentlich so ziemlich die einzige Person, mit der ich reden kann. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich habe ein unheimliches Vertrauen auch zu ihr. Und ich weiß einfach genau, wenn ich sie brauche, ist sie da. Ich habe immer gedacht, ihr Leben wäre schön. Ich habe immer gedacht, sie wäre in eine glückliche Ehe, weil sie noch nie ihre Probleme mir erzählt hat. Das hat sie verschwiegen und von außen wirkte sie sehr stark. Dann habe ich gesehen, dass sie doch nicht so stark ist, dass sie ja einfach runtergemacht wurden von ihr Ehemann. Guck mal, da ist die Schaukel. Mhm. Wollen wir wieder schaukeln? Ja. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Stimmt. Ganz lange her. Bestimmt 30 Jahre her, dass ich nicht mehr geschaukelt habe. Ja, wir haben uns immer getroffen und trotzdem so unheimlich viel gelacht über die Situation. Wenn du einen Vater da siehst, Frauen, ihr seid doch Frauen, was schaukelt ihr? Schämt euch! Ich glaube, dieser Humor, den wir dann hatten, hat uns auch so einen Abstand zu den Situationen gegeben. Die Trennung kam eigentlich durch einen rückblickend schon wirklich sehr witzigen Vorfall. Meine Schwester kam damals, wir saßen abends zusammen und haben gesagt, komm, lass uns doch mal was unternehmen. Es gibt so eine Disco, da haben früher meine Freunde immer von geredet. Ich möchte mal einmal im Leben sehen, wie das da aussieht. Genau, wir sind schon da gekommen. Hier ist es und das sah nicht so aus, ne? Also es war alles lichter und ganz dunkel.
Und dann fuhren wir hier wirklich rein. Hier war total viele Menschen. Das war proppevoll, alle am Trinken, alle am Feiern, am Tanzen. Hier stand Schlange. Und dann fuhr ich ganz lange und dachte, Mist, wir konnten auch nicht schneller fahren, weil hier waren wirklich viele, viele Autos. Und dann sagte meine Schwester, oh mein Gott, die sind hier alle halb nackt. Und guck mal, die knutschen da. Das war für uns wirklich wie so Neuland, Kulturschock. Und dann haben wir bestellt und getrunken. Und dann haben wir geredet und gefeiert. Und das war wirklich ganz toll. So, und dann sind wir nach Hause, so gegen 4, am nächsten Morgen. Das ist wirklich wie so eine Netflix-Serie gewesen. Ich saß mit Bademantel auf der Terrasse, habe meine Kaffeetasse in der Hand gehabt und dann kam meine Schwester und sagte, wir haben ein Riesenproblem. Ich so, warum denn? Wir sind gesehen worden. Also die ganze Verwandtschaft, die ganzen Jugendlichen waren da, aber das haben wir gar nicht mitbekommen. Also wir waren so glücklich da, wir haben es gar nicht mitbekommen. Dann hat mein Mann das mitgekriegt, dass wir da waren und die Welt ist untergegangen. Und dann fing der Streit an, ne? Ebbe, nicht so ziehen! Schatz! Ebbe, zieh doch nicht so! Wir haben Zeit! Ich bin Tosca, ich bin 30 Jahre alt, Musikmanagerin und bin seit 3 Monaten geschieden. Ich bin mittlerweile in einer neuen Beziehung, weil meine Trennung schon über 3 Jahre her ist, aber die Scheidung war erst jetzt. Ich bin auf dem Weg zur Hochzeitsinsel in Uetersen und hier haben wir damals geheiratet. Ich war halt noch sehr jung und mein Ex-Mann war um einiges älter als ich, circa 20 Jahre. Und er hat so eine Ruhe reingebracht, die ich zu dem Zeitpunkt sehr gebraucht habe. Ich habe jahrelang rumgegraben, habe gesagt, ja, du musst mich jetzt heiraten, heirate mich jetzt endlich. Und dann habe ich irgendwann nach 4 Jahren dann gesagt, ja, wenn du mir jetzt nächstes Jahr keinen Antrag machst, dann suche ich mir einen anderen. Und dann hat er mir auch einen Antrag gemacht. Und dann war er auch ganz glücklich und dann waren wir auch noch 5 Jahre verheiratet. Aber der Wunsch ging definitiv von mir aus. Also gar nicht negativ, meine Gefühle jetzt, sondern einfach überwältigend nach so langer Zeit. Also das sind ja jetzt auch schon wieder 6, 7 Jahre nach so langer Zeit, an diesen Ort zurückzukehren und das alles noch mal zu durchleben. Und ja, diese ganze Freude und auch ganz viel Dankbarkeit, das überhaupt erlebt haben zu dürfen, auf jeden Fall. Das ist echt überwältigend, hätte ich nicht gedacht. Unsere Ehe ist letztendlich auseinandergegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt halt Kinder. Und ich habe halt lange, lange gehofft, dass er sich noch mal dafür entscheidet. Er konnte das am Ende nicht und musste sich das dann eingestehen. Die Reaktionen von meinem Mann haben meiner Schwester wirklich sehr Angst gemacht und auch alle Umstehenden. Die Welt ist in dem Moment untergegangen. Ja, weil wir da unten waren und uns unterhalten haben und gelacht haben. Ja, ist die Welt. Und dann ging eins nach dem anderen. Da hat meine Schwester ihn auch zum ersten Mal dann so kennengelernt. Sehr wütend. Ja, sehr, sehr wütend. Das Gewaltschutzgesetz bietet Opfern häuslicher Gewalt Schutzmöglichkeiten. Beispielsweise eben durch Kontakt- und Näherungsverbote oder aber auch durch Wohnungszuweisung. Was man immer machen kann, ist eine einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz stellen. Ja, besser bekannt auch als einstweilige Verfügung oder Gewaltschutzantrag. Hier ist es so, dass der Betroffene dann selbst ohne Anwalt zur Rechtsantragstelle gehen kann. Und zwar ist das bei den Familiengerichten. Die Familiengerichte sitzen bei den Amtsgerichten. Du musst dann dort eine sogenannte eidesstattliche Versicherung abgeben. Das bedeutet, du erklärst, was passiert ist und versicherst, dass es wahr ist. Er hatte erstmal ein Annäherungsverbot für 10 Tage. Ja, und das gab mir erstmal so ein bisschen auch Zeit, zu verstehen, was da passiert ist. Und ich glaube, in dem Moment, als er verstanden hat, die Trennung ist für immer oder ich bin überhaupt niemals wieder bereit, zu ihm zurückzukehren, da fing das dann an mit Stalken. Also in dieser Zeit ging es mir sehr schlecht. Ich hatte natürlich furchtbare Angst. Ich hatte Angst um meine Kinder. Ich war immer froh, dass sie dann angekommen sind zu Hause. Angst und Druck
Das waren wirklich die zwei Emotionen, die mich da begleitet haben. Also jetzt rückblickend denke ich, so viel passiert, so viel Schaden zugefügt, weil man sich eigentlich nur trennen wollte. Ein ganzer Ordner voll von Gewalt und Sachbeschädigung. Ich kann euch das mal jetzt zeigen. Das war mein Handy. Das hat er draußen auf der Terrasse zigmal zertrümmert. Natürlich. Es geht ihn oder ihm ja nur darum, sie darf keinen anderen Mann mehr haben. Ja? Und sie darf sich niemals treffen. Und da ist natürlich das Handy immer so das Erste. Dann hat er das zertrümmert. Ich konnte ja, als ich die ganzen Ordnungswidrigkeiten von ihm nicht nachweisen. Also war ja immer Aussage gegen Aussage. Ich habe gesagt, er ist hier wieder erschienen. Und er hat gesagt, nein, bin ich nicht. So, das Amtsgericht hatte natürlich, ich war in der Beweispflicht. Der auch dieses Handy. Ich habe gesagt, er hat es kaputt gemacht. Und er hat gesagt, nee, war ich nicht. Der schlimmste Verstoß war für mich, dass er mal nachts in unser Haus kam. Ich weiß bis heute nicht wie. Er sagt, die hintere Tür war auf. Danach habe ich alle Schlösser wechseln lassen. Aber dieses Gefühl, in seinem eigenen Zuhause sich nicht ins Bett legen zu können, ohne Angst zu haben, war furchtbar. Ist immer noch ein bisschen da, aber die erste Zeit. Vor allem mein kleiner Sohn, der schläft ja noch bei mir, der hat das auch mitbekommen, dass auf einmal jemand die Tür aufreißt, das Licht anmacht, mitten in der Nacht, gegen 3 oder 4 Uhr nachts, haben wir geschlafen. Das sitzt bei ihm auch noch tief und er erinnert uns wirklich, mich vor allem jeden Abend daran, Mama, alle Türen zu schließen. Vorfälle dieser Art sind in den letzten Monaten glücklicherweise nicht mehr vorgekommen. Ja. Bei Kaya sorgen die finanziellen Herausforderungen als Single-Mom für schlaflose Nächte. Mit Freundin Nicolina tauscht sie sich oft aus. Willst du einen Kaffee? Bitte. Dann habe ich damals einen Plan ausgearbeitet mit dem Anwalt, wie wir das alles hinbekommen, dass wir die Firma insolvent melden, aber mich vor der Privatinsolvenz schützen. Das heißt, ich musste das abbezahlen. Ich zahle das jetzt heute immer noch ab. Aber auch mit meinen Einnahmen aus, vor allem auch durch das Content Creator sein, konnte ich dann schon, bin ich dann auf den besseren Pfad oder auf den richtigen Pfad gekommen, dass ich die Schulden abbauen kann und jetzt langsam mich mausere, dass ich mir ein Leben aufbaue. Oh, das ist ja voll das schöne Grün. Findest du? Voll. Ich bin mal gespannt, was das hier genau ist. Also es müsste eine Garderobe sein. Es war dann so, dass ich vor so einem riesigen Berg an Herausforderungen stand und ich hatte oft das Gefühl, ich dachte, wie soll ich das schaffen? Und oh, das war echt überwältigend. Zum Glück hatte ich da meine beste Freundin Nicolina an meiner Seite und auch andere ganz wundervolle Menschen, die mir geholfen haben, das auch so ein bisschen zu zerstückeln und immer so Schritt für Schritt zu gehen. Lass uns die mal so sortieren. Weißt du so? Ja. Profi. Ja, ich bin hier ein Profi geworden, weil ich echt viel machen musste. Es war damals so, dass meine beste Freundin angefangen hatte mit Content Creation und sie hat es dann schon so ein halbes Jahr gemacht und ich habe sie immer so ein bisschen unterstützt am Anfang und von ihr Videos gemacht und habe das alles so mitbekommen und dann meinte sie, ey, du musst das auch machen. Ich bin dankbar, dass du überhaupt dabei bist. Das lasse ich mir nicht entgehen, den Spaß hier. Ich bin jetzt ein halbes Jahr geschieden. Wir haben uns auch einen Scheidungsanwalt geteilt. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass viele Ehepaare, die sich scheiden lassen, nur einen Anwalt haben, um Kosten zu sparen. Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass es dann nicht der gemeinsame Anwalt ist, sondern immer nur der Anwalt von einem Ehepartner. Das liegt daran, dass wir Anwälte nicht neutral sind, sondern wir sind Interessenvertreter. Das bedeutet, wir müssen immer die Interessen unseres Mandanten vertreten. Wenn wir beide vertreten würden, würden wir uns sogar wegen Parteiverrats strafbar machen. Und deswegen rate ich immer, auch wenn man hinterher einen Anwalt zur Scheidung nimmt, dass man sich im Vorhinein einmal individuell über seine eigenen Rechte informieren lässt und die eigenen Ansprüche kennt. Ja, hier Schlagdings brauchen wir doch, ne?
weil wir Stein haben. Ach, wir versuchen es einfach. Ich denke auch. Haus ich mal weiter, ne? Nee. Oh, wir haben es geschafft. Toll. Es ist ein perfektes Loch geworden. Oh. So. Möchtest du das machen? Nein, du kannst das machen. Toll. Als die Scheidungspapiere dann da waren und wir offiziell getrennt waren, meinten wir, wir müssen jetzt irgendwie das noch mal gebührend abschließen, damit dieses Kapitel endet und das Neue anfangen kann. Und dann hat meine beste Freundin Nicolina gesagt, dass wir dazu eine Scheidungsparty machen sollten und sie die super gerne für mich organisieren würde. Wir haben ja die Scheidungsparty auch so ein bisschen bei Social Media gezeigt und das hat zu viel Diskussion angeregt. Oha! Jetzt ist es sogar zu hoch. Nee, jetzt ist es richtig gut. Kaya, komm. Ja, auf einmal der Perfektionismus, der überrascht mich jetzt hier gerade. Nur ein bisschen. Das hat auf jeden Fall das Scheidungsvideo, die Scheidungsparty hat auf jeden Fall zu super viel Diskussion angeregt und etwas, was wir voll oft erleben, ist so ein Frauenhass von Männern. Also dieses, dass sie sich freut und unabhängig ist, das kann ja nur sein, weil sie ihren Partner finanziell ausnimmt. Also dass eine Frau selbstständig ist und für sich selbst sorgen kann. Und kein Mann braucht, das ist für viele Männer immer noch irgendwie unvorstellbar. Muss ich mir immer wieder anhören. Sie freut sich nur, weil sie jetzt richtig abkassiert. Wir haben es geschafft. Also wenn das nicht perfekt ist. In dieser schweren Zeit hatte ich ja außer meine Schwester kein Familienmitglied, den ich anrufen konnte, den ich um Rat fragen konnte. Ja? War nicht. Und ich habe über 1000 Familienmitglieder. Und ich weiß noch einen Anruf von meinem Onkel. Nimm deinen Mann wieder zurück, es hat noch keiner was mitbekommen. Ja? Und ich glaube, das beschreibt das ganze Problem. Was denken die anderen über uns? Keiner meiner engsten Verwandten hat angerufen und gesagt, brauchst du Hilfe? Sobald es um die Scheidung geht, hielten sie irgendwie alle zusammen. Also alle Männer halten dann zusammen. Es ging auch nie darum, was hat er jetzt für Fehler gemacht oder wieso ist es überhaupt dazu gekommen? Das war alles nicht wichtig. Wichtig ist einfach, dass ich ihn wieder zurücknehme. Unheimlicher Druck. Unheimlicher Druck, den ich, glaube ich, ohne meine Schwester auch nachgegeben hätte. Und dann hatte ich viele Freunde, die ich ja damals, wo ich gesagt habe, ich habe die Freundschaften nicht mehr wirklich gepflegt, die habe ich dann angerufen. Und eine von denen war Britta. Hi. Hallo. Na? Schön, dass du da bist. Oh, ja, ich freue mich auch. Ja, endlich sehen wir uns mal wieder. Ach ja. Britta kenne ich auch schon über 10 Jahre, als die Kinder noch klein waren. Und ich habe sie einfach angerufen und gesagt, komm mich besuchen. Ja? Ich brauche jemanden. Und sie hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Und wann kommst du wieder zum Frühstück? Ich vermisse das schon. Aber ich muss jetzt erstmal eine Klausur fertig schreiben. Ja. Und wenn ich die fertig habe, dann kann ich wieder frühstücken kommen. Oh, richtig toll, wie du immer am Ball bleibst, ne? Und auch mal wieder die Richtung wechselst. Richtig toll. Du hast aber auch dann der Mann, der dich unterstützt, ne? Der das auch gut findet. Hm. Und auch wieder unterstützt und dann keinen Gegenwind hast. Ja, der hat gesagt, mach das. Du hast ja auch dein Jurastudium da gemacht. Nur eigentlich lange Zeit, ja. Ja, genau, nur Unterstützung, gar nicht. Und immer wieder mit den Kindern dann. Ja, aufgepasst und ständig angerufen. Wo bist du? Was machst du? Und es hat null geklappt. Mhm. Und irgendwann hast du keine Lust mehr. Mhm. Du hast einfach die Energie dazu nicht. Wenn ich Fahima jetzt anschaue, wie sie heute ist, dann stelle ich schon einen großen Unterschied fest im Vergleich zu damals, als wir uns kennengelernt haben. Also sie ist jetzt agil und hat auch echt viele Kilos abgenommen, glaube ich. Sie ist immer noch so offen wie vorher und auch so herzlich. Also ich habe sie auch damals schon sehr herzlich kennengelernt. Allerdings finde ich, dass sie schon befreit wirkt. Toscas Trennung ist schon 3 Jahre her. Um endgültig abzuschließen, braucht sie noch ein wichtiges Erinnerungsstück ihrer Hochzeit zurück. Ich rufe jetzt meinen Ex-Mann an, weil der hat mein Hochzeitskleid und das wollte ich heute abholen. Hallo. Hallo. Hey, na, wie geht's? Gut, und dir? Ja, fein. Wann bist du denn wieder da? Weil ich würde gerne das Kleid abholen. Geht das heute? Ach so, ja, klar, das kannst du abholen, ja. Bis später. Tschüss.
Das Verhältnis zu meinem Ex-Mann ist gut. War es eigentlich von Anfang an. Ich will diese Zeit auch nicht missen. Auch wenn das für mich bedeutet, dass mein Lebensweg sich anders entwickelt hat, als ich das ursprünglich gedacht habe. Ich hab's! Also das Kleid abzuholen war eigentlich ganz normal. Er war total lieb und positiv und ich hatte sogar fast das Gefühl, er war ganz kurz ein bisschen wehmütig. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Brautkleid vorhabe. Ich werde meine Freundin involvieren und mir irgendwas Cooles überlegen. Ich bin alleinerziehende Mutter. Der Alltag ist, glaube ich, wie bei allen Eltern. Die Kinder gehen zur Schule und ich versuche, so weit wie es geht, aufzuräumen. Ich arbeite noch zwischendurch. Und ja, wir haben viele Herausforderungen. Ne? Mal sind es die Fahrräder, mal ist es die Schule. Also eigentlich der ganz normale Wahnsinn. Mein Ex-Mann war der Alleinverdiener. Und als er weg war, war das Geld auch weg. Das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen gerissen. War ganz schwer, weil ich musste in dieser kurzen Zeit die Kinder versorgen, musste gleichzeitig auch das Haus bezahlen und all die Kosten, die noch so dazukommen, aber nirgends von Einkommen. Das dauerte auch alles, bis es bei den Behörden bearbeitet wird. Und dann habe ich wirklich abends gedacht, oh, wie schaffst du das, den Kühlschrank noch zu füllen? Das war wirklich hart. Und da hat meine Schwester mich auch wirklich sehr unterstützt. Und ja, aber wir sind darüber hinweg. Letztendlich, ich glaube, nach ca. 3 Monaten habe ich Unterhaltsvorschuss bekommen und es funktioniert auch. Also finanziell kriegen wir das jetzt mittlerweile gut hin. Ich habe einen Halbtagsjob, ich gebe noch Kurse abends und ich bekomme Unterhalt vom Jugendamt, Unterhaltsvorschuss, ich bekomme noch Wohngeld dazu. Also mittlerweile hat sich das ein bisschen beruhigt, was am Anfang ja überhaupt nicht der Fall war. Die größte Herausforderung ist erstmal, das alles unter einen Hut zu bringen. Die Kinder, den Beruf, den Haushalt. Und gleichzeitig sich auch gesund abzukapseln. Von den Vorstellungen der Eltern, von den Vorstellungen, wie ich vorher gelebt habe, also wie ich leben sollte vorher, da gesund abzugrenzen. Also mir fehlt schon mal eine zweite erwachsene Person, vor allem, die mir was abnimmt. Die man anrufen kann und sagen, ja, mach du das mal heute oder geh du mal einkaufen. Oder kannst du das nach der Arbeit mitbringen? Total. Ja. Da ist man ganz auf sich allein eingestellt. Aber das kriegt man alles hin. Ich sehe es bewusst, dass es mir heute viel besser geht als damals. Und dadurch dann auch so unheimlich viel Lebensfreude entwickle. Ich wollte es immer schon mal machen, meinen ersten Liebesbrief. Ich habe noch nie einen Liebesbrief geschrieben, aber wenn ich mal einen schreibe, dann an das Fitnessstudio. Es fragt nicht, woher kommst du, es fragt nicht, was hast du vorher gemacht. Es sagt, komm, mach dein Training und danach fühlst du dich immer toll. 3, 2, 1 und los! In die Matte rein! Der Sport war eigentlich so mein Anker in dieser ganzen Trennungsphase, weil ich konnte durch diese körperliche Anstrengung einfach den Kopf frei kriegen. Und durch diese körperliche Anstrengung, nach einer bestimmten Zeit, war der Kopf dann quasi leer. In den 30ern geschieden zu sein, finde ich eigentlich sehr gut. Man hat noch alle Optionen offen, man hat noch quasi das Leben vor sich. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich immer mehr zu mir selber finde. Und das ist für mich so mein Weg, dass ich dahin komme. Ob ich jetzt im Nachgang zur Polizei gegangen wäre? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ja ein Schritt der Liebe. Ich wollte das unbedingt jetzt alleine schaffen. Deshalb versuche ich immer wieder weg von meinen eigenen Gefühlen und der Wut zu gehen. Es gab Momente, wo ich geweint habe und gesagt, ich vermisse meinen Ex-Mann.